Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute geht's weiter mit dem Hater Talk. Da sind wieder ein paar, wie gesagt, dieser Hater Talk ist generell sehr interessant zuzuhören. Einfach weil mal, sagen wir mal, wie sie sagen, alle, aber schon die wichtigsten Leute da sind. Deswegen schaut auf, denkt dran, heute 19:30 in der Stream, wieder wie gestern. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Geshoppt wir bei Battle und Meddeln. Irgendwas vergessen? Auf jeden Fall eure Meinung zu den einzelnen Punkten in die Kommentare, ist sehr, sehr wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen in den ersten Clip rein. Baby Chris hier ist jetzt auch am Start, also wird immer größer diese Runde. Ja, mit Sicherheit. Gute Frage an alle. Mette und mal eine Frage an alle. Wie steht ihr zu der Theorie, dass unser Medienprofi aktuell bei Katals Bruder untergekommen ist? Die Theorie höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Nee, die habe ich auch schon gehört. Ja. Aber ja, gibt es halt auch keine Beweise für oder nichts. Es ist halt möglich, ist es klar, aber halt eine Theorie von, weiß nicht, 20 Stück, die halt im Moment irgendwie so durchs Internet geistert, von daher schwer zu sagen. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass Rainer gerade nicht bei Katar ist. Weil also wenn er wirklich sein Manager ist, ne, ist natürlich nur zu 99,9% bestätigt, aber nicht 100%. Dann glaube ich nicht, dass Rainer auch noch halt irgendwie in seiner Nähe ist. Wenn er wirklich nicht mehr employed ist, dann wird er nicht bei Katar untergekommen sein, auf gar keinen Fall. Er wird bei irgendeinem Hintermann, denke ich, sein. Einfach, falls er wiedergelegt wird, dass die Spur nicht schon wieder zu Katar führt. Ich glaube, das wäre Worst Case für die, glaube ich. Und deswegen denke ich auch sehr stark, dass sie irgendwo anders ist. Ob es jetzt sein Bruder ist direkt, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch zu nah dran. Ich glaube, der ist irgendwo in der runtergekommenen Bude und hart erstmal aus, bis die halt wissen, was die jetzt genau machen. Oder bis September, ne? Wir wissen es halt nicht. Das ist gut, dass er ab und zu mal einen durchzieht. Dass das Video jetzt hier mal angesprochen wird, weil um dieses Video, da ranken sich ja auch noch viele Mythen. Und da verstehe ich auch nicht so ganz, es scheint ja wohl offensichtlich von Katar gemacht worden zu sein. Ist das mit Absicht an die Öffentlichkeit gekommen? Wie ist das an die Öffentlichkeit gekommen? Und was ich noch zu dem Bruder von Katar sagen wollte, der soll ja wohl auch eine Wohnung in Plauen besitzen. Also die scheinen ja da, ich glaube, in Plauen sind jetzt die Immobilienpreise nicht so teuer, aber die scheinen ja da gut vernetzt zu sein. Ja, also das mit dem Bruder, das habe ich auch so gehört, dass der auch in Plauen wohnt. Und bezüglich dem Video, ja, wie das in Umlauf gekommen ist, ist eine gute Frage. Das ist ja irgendwann in der Nacht da gedroppt worden mal, so wie ich das mitbekommen habe, oder Genau, dieser irgendwie kleine ziemlich spät, Ausschnitt. ziemlich, ja, genau, dieser Ausschnitt war das ja erst, der dann irgendwie in der Nacht dann rausgekommen ist. Und das ganze Video ist dann ja auch erst irgendwie abends, aber ich habe auch keine Ahnung, wer das als erstes veröffentlicht hat. Ich kriege das dann halt nur jemand angezeigt oder mal geschickt oder solche Sachen und dann geht es halt schon überall rum. Aber Also Rainer ist immer sind noch ein nicht paar online, tausend oder? Leute auf jeden Fall, Nee, ja. das ist noch nicht Nein, Rainer ist immer noch nicht online. Ja, dann hört er Katar dir hat schon wahrscheinlich gerade freigegeben zu. Schönen fürs guten Abend, Wochenende. Rainer. Ja, falls einer gerade zuschaut, ne, Grüße gehen raus. Ich habe tatsächlich einen Screenshot gesehen, so Quelle vertrau mir, Bruder, aus irgendeiner Telegram-Gruppe. Der ist anscheinend irgendwie auf dem Weg nach Stuttgart. Der wurde in irgendeinem ICE gesehen. Ja, das habe ich Ja, heute auch aber ohne gesehen. Foto. Ich Ja, habe den das Typen auch ist. schon angeschrieben. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ohne Foto kein Beweis. Ja, ist halt Quelle vertrau mir, Bruder, so kann sein, kann aber auch nett sein. Also. Ja, ist ja nicht mal böse gemeint. Nein, Ein nein, alles gut. klares Bild, wo Rainer einfach in den Zug steigt. Ja, und dann noch ein zweites Bild, wo man die Zugnummer sieht. Perfekt. Ich wollte das grundsätzlich auch einfach nur als Anlass nehmen, weil ja oft gesagt wird, so man hält Infos zurück und manipuliert das Game und so weiter. Nee, so Infos werden halt grundsätzlich nicht zurückgehalten. Auch so Infos kommen grundsätzlich nicht bei Schanzenwatch, weil halt kein Foto und kein Beweis. Deswegen, wir können sowas halt auch nur vermuten. Aber ohne Beweis macht es halt keinen Sinn, da eine Welle loszutreten. Ich denke mal, am einfachsten kann man es beschreiben mit: Wir arbeiten nicht wie die Bild. Genau, kann man so sagen, ja. Ganz einfach. Es ist so, wenn wir eine Info bekommen, prüfen wir das oder es wird geprüft. Und wenn wir zu 110% sicher sind, dass Rainer da oder da ist oder da oder da gesehen wurde, dann wird das auch veröffentlicht. Ja, erstmal das mit der Veröffentlichung des Videos hat ja die Haterschaft so ein bisschen auseinandergerissen, weil natürlich ein bisschen Unmut aufkam, sag ich mal, von den Nicht-Autoren. Ich nenne es einfach so, ich weiß nicht, wie ich die, das ist in meiner Geschichte hier,
klassifizieren sie auf jeden Fall die Nicht-Autoren, haben sich halt sehr ja, verarscht gefühlt. Ich mich auch, ne, weil plötzlich kommt so ein Video, obwohl dieses Video schon in zensierter Form schon seit Wochen existiert. Habe ich auch sehr, sehr komisch gefunden. Es war nur die Frage, wen man da jetzt angreift, so wirklich. Weil natürlich wild auf jeden loszugehen, der irgendwas wissen könnte, das war falsch, ne? Da vor allem in der Zeit, ich denke jetzt, aus heutiger Sicht, kamen diese ganzen Sachen, ja, die Ofi war das und von, man hat irgendwie von 6, 7 Vertrau-mir-Bruder-Quellen gehört, dass Ofi da mit drin hängt, dass der und der mit drin hängt, bla bla bla. Ich glaube wirklich, dass das Management vom Rainer sich diese der Zwietracht, sag ich mal, in der Hater-Bubble zunutze gemacht haben und einfach überall Infos ja, gestreut haben. Deswegen, ich denke mal wirklich, dass auch dieses Video vielleicht wirklich von seinem Management kam, weil um einfach ein bisschen, ja, das will natürlich wieder dafür sprechen, dass Rainer gar nicht mehr da war, ne? Nehmen wir mal an, sein Management hat wirklich diese Videos an Schanzenwatch geschickt, sage ich einfach mal, die unzensierten. Weil die wussten, jo, wir haben Rainer Mittwoch evakuiert, sage ich einfach mal. Hauen Donnerstag diese Dings Info raus. Und die nächste halbe Woche redet jeder nur über den Drachenlord. Ich meine, es wäre keine schlechte Idee gewesen. Ich meine, selbst die Zeitung hat wieder berichtet. Auf YouTube ging alles ab, was Drachenlord im Titel hatte. Ich selbst, mein kleiner Kanal hat Aufrufzahlen erreicht, von denen ich nicht mal geträumt hätte. Einfach nur, weil das Thema so interessant war. Dieser Stream hatte über Tage lang mehrere tausend Leute, die da Zugriff haben. Das war wirklich beste Promo. Deswegen ist es halt schwierig so. Es gibt, klar, kann es ja auch sein, dass die einige Autoren was zurückhalten, aber ich erkenne da das Motiv nicht wirklich. Ja, und das mit Rainer in Stuttgart, ja, wie er schon sagte, das ist vielleicht auch das, weswegen viele Leute denken, ich finde, da hat er einen guten Punkt erwischt, warum Informationen zurückgehalten werden könnten, weil einfach zu spät Sachen kommen oder auch teilweise gar nicht. Aber klar, wenn jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Inge angeschrieben wird, yo, ey, ich habe gerade Rainer mit, weiß ich, 5 Clan-Mitgliedern von XY gesehen, ja, soll er das dann sofort posten oder was? Das macht da gar keinen Sinn. Und wenn dann eine Stunde später der große Lee kommt, ja, dann guckt natürlich blöd, weil dann ja alle wieder sagen, ja, Inge wusste das doch eh schon vorher, bla bla bla. Ich finde, hat er wirklich einen sehr guten Punkt gebracht, dass die, sag ich mal, die Informationsverteiler, sag ich mal, die am meisten Informationen bekommen, dass es einfach daran liegt, dass die Informationen halbwegs gut geprüft werden. Von einem mehr, von einem weniger. Und die Sachen halt deswegen so spät an uns weitergeleitet werden, auch wenn die das vielleicht schon seit 1, 2 Wochen wissen, aber wie jetzt bei dem Beispiel so, ne? Wenn Rainer morgen in Stuttgart gesichtet wird, dann werden wir Leute sagen, ja, die haben das alle zurückgehalten wegen, keine Ahnung, XY. Aber wie er schon sagte, die müssen das auch erstmal prüfen. Und wenn ihr Rainer seht und ihr wollt sowas weitergeben, macht Bilder oder irgendwelche anderen Beweise, dann kann sofort gepostet werden und dann haben wir alle was von. Ich habe eine Meinung zu Endboss. Er hatte gesagt, die NWO kann einen Scheißdreck. Keine Fragen. Wer hat das gesagt? Das hat Affektiv hat das gerade im Chat geschrieben, aber ich weiß jetzt auch nicht, worum es geht. Endboss, ist das denn jetzt auch sicher, dass das einer aus der Katal-Bubble war? Oh, wie wollen die das? Also Chat geht drauf an, wieso hat Ofi Endboss nicht thematisiert? Also bin ich gar nicht so richtig im Bilde. Von dem Endboss habe ich auch ehrlich gesagt nicht ganz viel mitgekriegt. Ich habe nur, dass der einmal irgendwie bei ihm da ja ne, irgendwelche Ansagen gemacht hat. Dann habe ich irgendwo gesehen, dass auf Twitter dann irgendwie rumging von wegen, oh, der hat die gleiche, keine Ahnung, Kopfform oder der Bart würde passen zu irgendeinem aus der Katal-Bubble, aber ja, da bin ich auch überhaupt nicht im Thema. Ich meine, ich hatte da ja auch ein Video zugemacht und auch in den Kommentaren da stand auch sehr oft, warum das so wenig Leute thematisieren mit dem Endboss-Typen. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, für mich war es ein sehr interessantes Thema. Das ist auch bei euch sehr gut angekommen, das Video. Das war so mein erstes Video, was so richtig den Durchbruch hatte. Deswegen, ich weiß es nicht, es stand auch öfters bei, als Rainer observiert wurde, warum die größeren Leute da nicht so viel zu sagen. Ich, keine Ahnung, so kann ich euch auch nicht sagen. Es stand einfach nur oft in den Kommentaren. Ich denke gleich einfach, weil das Infos waren, die einfach zu 0% bestätigt waren. Die Videos, die ich ja zurzeit gemacht habe, waren wirklich sehr, sehr meinungsstark, sage ich mal. Da war 80% meine Meinung, 20% konnte ich meine Meinung belegen, so zum Thema. Ich denke mal, das war ihm vielleicht allen einfach zu unsicher, was da passiert.
Auf jeden Fall das mit Endboss. Ich kann euch ja das Video verlinken, was ich dazu gemacht habe mit der Stimme. Und es passt für mich sehr gut. Und er war ja auch bei dem Video, was geleakt wurde mit Katar und Rainer. Da war ja auch mit dabei. Also, dass er Endboss ist, das ist für mich schon genauso sicher, wie das Katal, ja, das Rainer halt neues Management hat, die ihm so ein bisschen helfen. Deswegen, wie gesagt, in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse, linke ich euch das Video mit der Stimmenanalyse von einem Hater. Ja, genau. Aber sonst, ab da ist, glaube ich, nichts mehr mit dem passiert. Kann natürlich sein, dass der, es wird französisch ausgesprochen, stand in den Kommentaren, Michel, auf jeden Fall der Typ, den ich für Endboss halte, der war, nachdem das so ein bisschen aufgeregt wurde, auch nie wieder da. Ich habe ihn nie wieder gesehen danach. Deswegen, für mich ist es schon fast sicher, dass er Endboss ist. Frage, was denkt ihr? Rainer ist bei Katal rausgeflogen, weil er eigenen YouTube-Kanal aufgemacht hat. Ja. Wisst ihr, was ich mir noch so als Gedanken letztens hatte? Was ist denn, wenn der YouTube-Kanal auf Katals Namen läuft und gar nicht auf Drachenlord und deswegen halt auch nicht gelöscht wird im Moment? Ja, aber da steht ja dick und fett Drachenlord drauf. Da würde ja Katal nirgends erwähnen. Also für den YouTube-Support müsste das auch eigentlich dann nur ersichtlich sein, wenn da irgendwelche Meldungen reingehen sollten. Und ich weiß gar nicht, ob Drachenlord mit dem Kanal überhaupt jetzt noch Kontakt zum YouTube-Support aufnehmen kann. Das weiß ich gar nicht. Ja, nee, wenn dann in den Daten irgendein anderer Name drinsteht, wie gesagt, irgendwie Manager oder sonst was? Ja, aber auch dann, ich meine, der Content bleibt ja derselbe. Er redet ja in die Kamera. Das ist ja auch wirklich gegen die AGBs von YouTube. Ja, gut, aber er kann ja der, keine Ahnung, der Angestellte sein von einem, ne, Manager, der dann irgendwie den Kanal führt. Also Monetarisierung. Die Monetarisierung wird interessant werden. Wenn er anfängt zu monetarisieren, dann wird es geprüft und dann wissen wir die Wahrheit. Der Kanal ist nächste Woche weg. Ja, schauen wir mal. Also ich gehe auch davon aus, ja. Ja, die Frage der Fragen zurzeit seit einigen Tagen. Was wird aus dem YouTube-Kanal vom Drachenlord? Ja, ich kenne mich da in der Rechtslage oder in der AGB-Lage, je nachdem, wie man da rangehen möchte, nicht wirklich aus. Aber ich würde es für sehr dullihaft halten. Nehmen wir einfach mal an, ne? Also ich bin immer noch der Meinung, laut deutschem Gesetz geht dieser Lifetime-Ban nicht klar. Man hat es ja jetzt bei Twitch gesehen, da kommen auch haufenweise wieder zurück, weil schwammige Banngründe nicht akzeptierbar sind. Die dürfen quasi nur bannen, wenn wirklich Straftaten vollzogen wurden. Aber wie gesagt, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Nehmen wir mal an, wirklich, es ist so, wenn YouTube dich permabannt, dann kannst du nichts dagegen tun, es ist einfach so, du bist weg. Dann wäre es doch ziemlich dullihaft von YouTube zu sagen, ja, aber wenn deine Mutter diesen Kanal anmeldet, dann betreibst du den einfach. So, und ob deine Mutter das Geld bekommt oder du, ist ja im Endeffekt erstmal kackegal, solange euer Verhältnis stimmt. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn YouTube diese Schiene fahren möchte, dann werden die den Kanal wegmeldeln, wenn Rainer da zu viel zu sehen ist. Wie es denn aussieht, wenn Rainer nur zwischendurch Videos macht, ich weiß es nicht. Auf Twitch gab es ja mal die Regel, dass selbst gebannte Leute nicht in anderen Streams auftreten dürfen. Und wenn das bei YouTube aus ist, dass er als Persona, nicht wenn du über ihn berichten willst oder sonst was, sondern wirklich mit ihm Videos drehst aktiv, ob es dann auch zählt hier auf YouTube, das ist die Frage. Und ja, ich denke mal, der Kanal wird, ich meine, der ist ja jetzt schon, die Sichtbarkeit ist auf jeden Fall stark eingeschränkt. Irgendwie, es schwankt immer so ein bisschen. Manchmal finde ich ihn, manchmal finde ich ihn nur, wenn ich über Kanäle suche, manchmal finde ich ihn gar nicht, manchmal ist er sofort da. Weiß ich, ich glaube, dass der Algorithmus von YouTube, der wird gemerkt haben, es kommen 1000 Meldungen rein, da kann irgendwas nicht stimmen und wird den vorsichtshalber erstmal auf nicht sichtbar oder eingeschränkt lassen, bis jemand händisch nachgeschaut hat, ob das alles okay ist, was da läuft. Und dann kommt stark darauf an, wer es sieht. Wenn es jemand ist, der sich mit der Thematik auskennt, ist doch noch weg. Wenn es jemand ist, der Sympathisant ist und Drachenlord, dann wird der Kanal da bleiben. Wenn das eine neutrale Person ist, wird er wahrscheinlich auch weggemeldet. Weil wie gesagt, so YouTube wird ihn einfach wegmelden und dann warten, ob Rainer da irgendwelche Schritte einleiten möchte. Weil die ist das egal, die, was ich selbst, wenn sie so einen Rechtsstreit verlieren, verdienen sie ein paar tausend Euro, das ist YouTube scheißegal. Aber wenn Rainer da reingeht mit dem finanziellen Druck, das Ding zu verlieren, das ist halt kacke, ne? Deswegen ist gegen solche Plattformen vor Gericht zu gehen sehr schwierig, weil denen ist das kackegal. So, die wollen ihr Recht durchsetzen.
Und ich meine, wenn du vor Gericht gehst, dann dauert das halt teilweise mal ein Jährchen, bis das durch ist, und dann haben die quasi ihren Willen bekommen. Und ist dann nicht mal klar, dass dieser Richter das dann auch sagt, jo, das stimmt so, wie YouTube gehandelt hat. Oder halt, wie YouTube nicht gehandelt hat, ne? Aber um auf den Punkt zu kommen, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift. Ich glaube nicht, dass der Kanal unter Katals Namen läuft. Obwohl natürlich kann sein, wenn er sich die Markenrechte an Rainer sichert, dass der Kanal auch automatisch ihm gehört. Ist ja die Frage, weil der Kanal existiert ja schon, bevor er die Markenrechte eingetragen hat. Weil ich meine, bevor zum Beispiel Sony The Sony hieß, hätte ich auch einen Kanal mit Sony haben können. Deswegen mit dem Rauswerfen, das kann natürlich sein, dass wenn Drachenlord jetzt diesen Kanal weiterführt, er wäre ja vor der Markeneintragung schon da. Und ich glaube nicht, dass das so ist, dass wenn du eine Marke einträgst, alles, was vor dieser Marke schon da war, auch komplett weg ist, weil das wäre ja komplett Abfuck, wirklich. Dann könntest du ja aus dem heiteren Himmel quasi irgendwelche Abmahnungen bekommen. Aber jetzt hast du mit dem Kanal schon ein bisschen Geld verdient, dass sie sogar Schadensersatz erfordern und vielleicht sogar Verdienstausfälle und so weiter. Deswegen, wenn ihr da mehr Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube erstmal, um nochmal auf den Punkt zu kommen, bei dem Thema bin ich komplett abgeschweift jetzt hier. Ich glaube, der Kanal wird sofort weggemeldet, früher oder später, selbst wenn es nicht rechtens ist. Das mit dem einfach anderen Namen nehmen, das macht gar keinen Sinn, weil ja, das wäre ziemlich dulli von YouTube. Und ja, das war es eigentlich groß im Ganzen. Ich würde aber sagen, das war's mit Teil 2. Es ist so eine Stunde vor uns, also da wird noch ein dritter Teil von kommen. Ja, schreibt gerne auch meine Kommentare. Denkt dran, stream heute um 19:30 Uhr. Schauen wir mal, was da so abgeht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, im Stream, in den Kommentaren, in irgendwelchen Restreams. Wir werden schon irgendwo sehen. Haut rein.